Die diesjährige Regierungsexkursion am 28. August stand im Zeichen des Schutzwaldes und der heimischen Wildbestände. Die Exkursionen mit dem Regierungsteam und mit den Stellvertretern sind sehr wichtig, weil man mal Zeit hat, in lockerer Atmosphäre miteinander andere Themen zu diskutieren. Es ist ja ganz schön, dass die Stellvertreter dabei sind, weil mit denen hat man so sehr weniger Kontakt. Und ich denke, für die ganze Teambildung ist es ein ganz toller Anlass. Und ich freue mich immer wieder darauf, dass man einmal im Jahr die Regierungsexkursionen so machen konnte. Wir verbinden quasi ein Team-Event mit einem aktuellen Thema, das Land betrifft. Und ich habe das eine super Idee gefunden, dass man das Thema Wald-Wild-Problematik bzw. Bedeutung der Schutzwälder ganz konkret aufzeigen kann. Es ist immer etwas anderes, ob man es in der Theorie hört. Abteilung Wald vom Amt für Umwelt ist das ein grosses Thema. Aber ob man theoretisch davon hört oder ob man es an Ort und Stelle sieht, das ist ein Unterschied. Das erste Mal ist es einfach immer ein schöner Tag. Meistens haben wir Glück, wenn wir mit dem Wetter so, wie wir heute enorm viel Glück haben in dem regnerischen Sommer. Und zweitens ist es auch immer sehr spannend, weil man Einblick hat in Sachen, die uns in den Regierungssitzungen immer wieder einmal beschäftigen, die in der Regel auch Geld kosten, finanzielle Auswirkungen haben, wo man aber, wenn man nicht hinter Kulissen sieht und nicht alles als selber mal vor Ort alles erlebt hat, manchmal schwierig verständlich sind. Einmal im Jahr gibt es ein Ausflügel, wo man meistens in den Berg geht und sich irgendwie ein Stück Natur anschaut. Aber es ist ja heute nicht einfach nur ein Vergnügen, sondern wir schauen uns an, welche Schäden am Wald sind und wie man denen begegnen kann. Ich glaube, als Liechtensteiner weiß man ja schon viel über dieses Thema Schutzwald. Es ist uns im Land sicher den meisten Leuten bewusst, dass mindestens ein Drittel von unserem Wald ja Schutzwald ist und dass wir in dem Gebiet, wo wir leben, mit den steilen Berghängen und Schnee und den vielen Regenfällen, die wir immer haben, gerade der Sommer besonders, dass wir ohne Schutzwald wahrscheinlich viel Teil von unserem Land gerne bewohnen könnten. Und das Bewusstsein, denke ich, ist schon da in der Bevölkerung. Aber dass man es auch pflegen muss und dass der Schutzwald nicht automatisch da ist, sondern eben eine wichtige Funktion hat und dass man schauen muss, ich glaube, das Bewusstsein kann man immer wieder schärfen. Und es ist schon sicher ein von den Aspekten der heutigen Exkursion, dass wir uns dem Thema mal ganz bewusst wieder annehmen. Es wird wichtiger, weil die Leute immer mehr in die Nähe, immer mehr weiter aufbauen, in die Wälder rein. Und natürlich auch mehr Strassen auch verlaufend in Zonen, die gefährdet sind, dadurch, dass der Schutzwald seine Funktion teilweise nur wahrnehmen kann heute. Und es ist wichtig, dass man einen Schutzwald herbringt, weil wenn man den nicht hat, dann muss man mit sehr teuren Verbauungen Strassen oder Häuser schützen nachher. Die Definition des Schutzwaldes ist die, dass eine Bestockung dort stattfinden muss, wo es Naturgefahren gehen könnte, wo ein Risiko da ist für Rutschungen, für Röfi-Abgänge. Und wenn unten dran von dieser Gefahrenzone eine Siedlung oder ein Verkehrsweg ist, der gefährdet sein könnte. Und darum ist bei uns im Land, auch aufgrund von der Rüfeniedergänge, die wir auch immer wieder haben, ist der Schutzwald und seine Funktion schon von sehr grosser Bedeutung. Wenn wir den nicht hätten, dann wären grosse Flächen auf unserem Land eigentlich unbewohnbar. Unser Sohn liebt Kühe. Also sind wir dann und wann sind wir in den Bergen ein bisschen am Laufen. Er ist erst 2 Jahre alt. Also die grossen Wanderungen machen wir im Moment noch nicht und mit dem kleinen Baby sowieso nicht. Aber wir sind gerne in den Bergen und vor allem sehr gerne in der frischen Luft. Wir haben eine wunderbare Landschaft hier, wunderbare Wanderwege. Und es ist wirklich ganz toll, um sich zu erholen. Und eine meiner Lieblingsrouten ist ein Rappenstaufi. Das finde ich ganz eine schöne Route, wo nicht so viele Leute gehen. Und da hat man noch einen wunderbaren Blick nachher auf unsere Italien. Wirklich ganz toll.